Servus, der Marc vom Digital Video ist hier bei mir, ist die Victoria. Du bist die Victoria. Und du bist 18? Richtig. Schülerin? Ja. Und machst Bauernwesen? Genau. Warum bist du Freibach und Kämpfer jetzt ein bisschen hoch? Ja. Perfekt. So, dann werden wir das mal anzeigen, das sind wir hier dann vorbereiten. Dann werden wir das Ganze auch stechen. Woher kennst du uns? Ich habe gegoogelt. Okay. Kissing Studio und da war Iris das erste. Und das hat dich überzeugt? Mhm. Schön. Ganz gerade einmal runterhängen lassen. Der Bauchnabel ist ein sehr offener Bauchnabel, das ist eigentlich von der Form her perfekt. Ich meine, man kann jeden Bauchnabel piercen, sage ich immer dazu. Nur es gibt halt Nebel, die sind, muss ich ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen und es gibt Nabel, die sind einfacher. Und leider ist es eher ein einfacher Nabel. Du trägst auch endlich die Hosen mal so, wie ich es gerne mache, nämlich Low-Waist. Also High-Waist-Hosen werden die nächsten zwei Wochen nicht so toll, weil natürlich das genau hier drauf drückt und quasi eigentlich eine Irritation ist. Gesichts herbeiführen, deswegen wäre mir recht, du würdest die ersten Wochen mit Low-Waist-Hosen eher tragen. Oder Jogginghosen oder Leggings oder Kleider oder irgendwas anderes. Mhm. So, dann zeige ich es dir mal an. Das ist der Stichkanal, den wir jetzt in 10 mm Längen machen. Zeigen kurz, einmal wieder schauen. So, dann sitzt du den oberen Punkt, den unteren Punkt hier. Schön gerade durch, also von oben nach unten mittig durch den Bauchnabel durch. Ganz klassisch für den Bauchnabel. Passt das so für dich? Ja. Gut. Okay, okay, dann drehen wir mal kurz zu mir. Also Punkt oben, Punkt unten, ganz klassisch Bauchnabel. Und dann haben wir zwei Glitzersteine in weiß. Ja. Super. Dann bereite ich noch kurz vor. Was machst du sonst? Was machst du für den Sport? Nein, ich mache keinen Sport. Kein Sport? Gut. Also da muss man nicht aufpassen. Nein. Gut. Nein, weil wenn man den Sport hat, muss man nämlich nicht aufpassen. Mhm. Normales Work oder Fitness, alles kein Problem. So. Dann legen wir den Kopf hoch, Beine runter. Nimm Platz, meine Liebe. Dann haben wir den Bauchnabel, der ist nicht steril, zwei Steine oben und unten. So sieht das Ganze aus. Mhm. Ja. Dann fange ich jetzt noch kurz aus. Also, dass du jetzt nervös bist, dein Herzschlag wieder ein bisschen höher ist, ist ganz normal. Mhm. Das gehört dazu. Und damit musst du selber leben. Gut. Wir sehen uns dann in 6 Wochen nochmal, dann kontrollieren wir, wechseln wir das Piercing aus, machen ein neues, kürzeres Vorhalt-Piercing rein, machen dann noch mit Termin. Und wenn da Lockdown oder irgendwas gerade wäre, ja, dann kommst du halt eine Woche oder sowas später, wäre es auch keine Frage. Aber wäre natürlich gut, wenn du es ungefähr schaffst, in 6 Wochen nochmal kurz zu kommen. Okay. So. Los geht's. Uiuiui, da spürt man das Herz bis in den Bauch schlagen, du. Da vibriert ja alles. Kannst locker bleiben, wirklich, ist nicht tragisch. Mhm. Weil es klar ist, das erste Mal in seinem Leben sich so was stecken lässt, dass man ein bisschen, manchmal hat er ein bisschen ein ungutes Gefühl, das Ganze dabei. Super, das war's schon. Und was schlimm? Nein. Richtig. Vom Kreislauf fühlst du dich fit? Ja, schon. Nicht schwindelig oder sowas? Nein, nein, das nicht. Super. So, dann einmal noch liegen bleiben, einmal kurz vielleicht durchschnaufen, durchatmen. Alles geschafft soweit. Wenn du bereit bist, darfst du gerne auch schönes Spiel anschauen. Mhm. So,
Bin ich gespannt, was du sagst. Ich finde es sehr schön. Und? Schön, oder? Ja. Darf ich einmal kurz noch filmen von mir aus? Ja, ja, sicher. Perfekt. Sehr, sehr schön geworden. Wirklich sehr schön. Steht dir gut? Dankeschön. Dann erkläre ich dir mal noch die Pflege. Ja. Lass mal ruhig noch kurz oben. Mhm. Pflaster machen wir keine drauf, das wird ja alles eher verklebt. Die Atmung verhindert, deswegen machen wir das nicht. Leinwand drüber ziehen darfst du die nächsten Tage schon. Wolle auf nackter Haut bitte nicht. Baumwolle ist okay, aber richtige wollige Sachen eher nicht. Von der Pflege her, du kriegst das alles schriftlich mit. Ich erkläre es dir trotzdem einmal. Zuerst musst du deine Hände waschen und desinfizieren. Und dann bitte Pondelin Spray und Pondelin Gel. Pondelin Spray sprühst du zuerst auf den Bauchnabel drauf. Lass ihn einwirken für 30-40 Sekunden, damit er antibakteriell wird. Okay. Mit einer Küchenrolle reinige oben und unten mit der Küchenrolle feuchte ein Bauchnabel Piercing. Dann nehmen wir das Gel, nach reichen Tropfen, oben und unten auftupfen, Stachel sanft bewegen und du bist fertig. Okay. 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag, also 6 Wochen am Stück. Und dann bist du wieder hier zum Wechseln. Wenn du noch mehr kommst, dann brauchst du später. Auch nicht schlimm. Okay. Haare färben und sonst beim Friseur ist erlaubt. Solarium, Dampfbad, Sauna und Schwimmen gehen 3 Wochen bitte nicht. Okay. Und wie gesagt, Sport, Duschen, den normalen Alltagssachen abbauen, alles erlaubt. Schläfst du auf dem Bauch? Meistens schon. Bauchschläfer brauchen etwas länger und kriegen meistens ein etwas schiefes Nabelpiercing, weil natürlich der Druck muss irgendwo hin. Mhm. Und dadurch wird das Piercing dann auf dem Bettlaken etwas meistens schräg gedrückt und es kommt wieder eine ganz leichte Schrägstelle, das ist normal. Und die Heilung dauert ein bisschen länger. Klar, weil natürlich das Gewicht drauf ist. Also Schlaf auf dem Bauch ist ganz normal, du kannst ja nicht anders schlafen, das geht nicht, aber nur, dass du weißt, dass das ein bisschen vielleicht schwerer als in 1-2 Wochen. Okay. Okay? Das gebe ich dir mit und das lege ich dir auch noch. Danke für das Stechen, danke für das Video. Euch danke fürs Zuschauen. Das war ein Bauchnabel-Piercing. Tschüssi, baba.